Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Milton Green Hotel, irgendwie so, Milton General Hospital, Hotel, wat, Krankenhaus betreten und waren auf der Suche nach einem biometrischen Scanner, den wir schon längst gefunden haben, drei, vier Mal. Und wir gucken mal, was es hier noch gibt. Okay, ich hängte da gerade vom Moment fest. Na, was geht? Haha. Mach da jetzt. Keine Sicht auf das Ziel. Sehen wir gleich, wie er da so runtergesprungen kommt, ne? Gut, dann. Wenn ich die Waffe nicht mal glaube, auf gut Glück, Clara, habe ich mitgenommen. Feinde wieder aufgespürt. Uff. Oh, letzter Kampf oder was? Dr. Matt Handy, was? Du bist ja der Boss. Komm her. Guck mal, wer da noch ist. Uff. Wer ist dieser Typ? Muss man Nick wieder dabei haben. Der macht immer so geile Kommentare über den. Wow, was zum Teufel? Bist du? Hey, hey, hey! Oder? Ups. Fuß. Oder. Diese Waffe ist einfach geil. Meine Güte. Ja, die hat mir den Rest gegeben, natürlich. Aber Stahl brauche ich, glaube ich, gar nicht. Stahl habe ich wie blöde. Das sind wert 28 Stahl, ja. Bram im Schädel kann man Dekorationen ausbauen. So. Wie gut, dass ich hier noch mal reingegangen bin. Dann hätte ich ja wieder hoffentlich ein paar Sachen verpasst. Hoffentlich sind ja ein paar Sachen. Wie zum Beispiel eine Wackelpuppe oder ein Magazin, ja. Das ist immer so, ja, meine beste, was du looten kannst. Gleich was wir noch machen müssen. Dachte, ich werde heute ein bisschen schneller ins Institut kommen. Was wiegt denn hier viel? Paladin, du könntest ein paar Sachen für mich schleppen, wenn du hier wärst. Aber du bist nicht hier. Du Nob. So, was haben wir gewonnen? Nichts. Demolition, okay. Komm schon, irgendwas. Nichts. Dreck. Ah. Gibt's auch nicht.
Mein Gebiet wesens abgeschlossen. Ja, wird bestimmt auch irgendwie ein Erfolg. War ernsthaft gar nichts, okay. Dann gehen wir mal raus. Hört. Natürlich sehr motivierend und ja, ist da auch noch was, wo er rein kann. Ja, das sah aus wie eine Tür von beiden. Mensch! Gut, dann gehe ich hin. Nicht so, als ob ich hier irgendwas haben wollte oder so, ne? Wenn du jetzt hier die ganze Zeit davor standst, ne? Denker, wir Du blöd Mann. repräsentieren hier die Bruderschaft. Jetzt Wir schaffst du da müssen hier raus. reinzulaufen, ja, ist klar. Was ist hier mit? Schon wieder ein Typen, den man nicht aktivieren kann. Pff. Komme ich hier wieder raus? Sind immer noch ein Gegner. Wo kommst du her? Bewahren Sie im Fall einer Paladin! Was? Ich höre immer noch, bis dahin Handys. Abgeschlossen, ja genau. Hier war ich doch schon. Zurück zum Alltagstrott. Oh. Würde jemand Schmutziges mit schlechtem Ruf, würde mich nicht wundern. Aber darf ich das Ding nicht benutzen? Komm schon. Ich bin's nur, der kleine Mr. Hand. Kommt man da hoch? Woher nochmal der Aufzug? Soll das doch einfach der Roboter erledigen? Was? Ganz als wüsste ich, was zu tun ist, wenn ich was gefunden hätte. Meine Güte. Komm ich da hoch? Dann hau ich einfach ab. Tschüss. Da wo ich vorhin war, das schien mir so das offizielle Ende gewesen zu sein. Also, will schon nichts hier drin sein. Oh, der. Gut. Gegner? Nein, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Bau den Strahlen. Bitte. Bau die Transmitterschüssel, bau die Konsole. Wozu musste ich jetzt die Dinger überhaupt machen? Die optional waren. Auch da heißt das, dass er mehrere Level über dir und schwer im Kampf zu besiegen ist. In solchen Fällen ist es schlau wegzulaufen und später wieder zu kommen, wenn du stärker bist. Ach, mein Fatman einfach raus, der so 10 Mini-Atombomben auf den Gegner schießt und dann Bams. Einer der gefährlichsten Raubtiere des Ödlands ist. Ja, boah, in Fallout New Vegas waren die extrem schlimm. Ich mich nicht irre. Weil da waren so viele und die kamen schon so früh. Da gab es ja weniger Todeskrallen. Brauchst du Hilfe mit dem Sieg? Schon symmetrisch hier sein. Geht immer weg da. So, jetzt muss ich ein Stargate bauen, habe ich das Gefühl. Der Pisser, der geht da nicht weg, ne? Ja, wenn ihr mal weggehen würdet, ne? Ich glaube, ich muss ja ein bisschen mehr Platz schaffen, oder? Jetzt verpisst euch von da. Ist doch.
Kann ja nicht bauen, was soll das? Voller rote Teppiche. So, alles hier weg jetzt. So. Weg mit dem roten Teppich. Jetzt geht's. Ah. Dann was jetzt? Das ist verwundert halt. Wir die Sacknalfänger. So, muss ich jetzt noch Dings machen, einen Generator. Ohne Energie wird das Ding keinen Mucks von sich geben. Ah. Wir brauchst du zwei. Und du brauchst 20, upf. Nein, Aluminium, nukleares Material. Ist auch nicht. Soll ich denn jetzt alles herbekommen? Wenn so random irgend so ein Zeug kaputt machen. Ja, da kann ich öfters bauen. So. Bin mal damit. Muss das Ding auch klappen. Meine Naht. Nehmen hier mit. So, wat? Wat? Meine Güte. Leute. So, jetzt muss das doch klappen. So, haben wir es jetzt? Wir haben es fast. Wir brauchen nur noch genug Energie, um den Signalfänger zu starten. Wie auf einer Armlinie, das sind doch 20. So, das gibt ein, das gibt ein. Das gibt 10, die beiden geben auch 10 insgesamt. Ich brauche 25, leck mich. Ah. Sieht sehr provisorisch aus hier. Jetzt aber. Warum nicht? So, ich sehe schon. Ah. Dass sie einen jetzt zwingen, sowas zu machen, ne?
Du brauchst wie viel? 5. Ja. Und ihr geht jetzt alle rein. Mal so machen, dass er ein bisschen schöner aussieht. So, was zum Teufel? So. So, jetzt haben wir es. Oh mein Gott, das Stargate ist komplett. Okay. Ohne Energie wird das Ding keinen Mucks von sich geben. Ich hab auch noch Energie, leck mich auch an. Dann kann ich so viel Sachen. Oh mein Gott, das war nervig. Erstaunliche Arbeit, Ritter. Der Signalfänger scheint fertig. Sind Sie bereit, ihn einem Test zu unterziehen? Absolut. Ich bin bereit. Ihre Zuversicht beflügelt uns alle. Trotzdem ist es natürlich unser erster Versuch, Technologie des Instituts anzupassen. Wenn wir den Schalter umlegen, wissen wir also nicht genau, was passieren wird. So Gott will, landen Sie im Institut und die Mission kann fortgesetzt werden. Es sei denn, ich lande in massivem Fels. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ich möchte, dass Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Sobald What? Sie im Institut sind, wird vermutlich der Kontakt abreißen. Es ist also wichtig, dass Sie sich alles merken, was ich Ihnen jetzt sage. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten. Madison, Größe auf dem Feld der Dr. Lee, meine ich. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bringen. Also spielt das hier nach Fallout 3. Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Ich bin überrascht, dass die Bruderschaft sie hat gehen lassen. Hätte ich das Kommando gehabt, hätte ich das nicht zugelassen. Sie war ein wertvoller Aktivposten. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Oh, hey. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Was ist das für ein Projekt, an dem Sie arbeiten sollen? Project Purity, ne? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stählerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay. Sie zu, Ritter. Mir ist bewusst, dass Sie beim Versuch, ohne weitere Informationen ins Institut einzudringen, Ihr Leben riskieren. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick. Und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück. Okay, wir sehen Dr. Lee wieder. Ist doch mal geil. Ist doch mal cool. Hier doch mit dem Vater aus dem vom Hauptcharakter aus Fallout 3 zusammengearbeitet, um Project Purity hier zu starten, damit das ganze Ödland reines Wasser hat. Wenn sie zu Schaden kommt, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Was? Na gut. Okay. Okay. Ich habe alles mehrfach überprüft. Also spielt das hier ein paar Jahre nach Fallout 3. Du auch? Ja. Obwohl, ich sollte vielleicht ein paar Sachen ablegen. Okay, warten wir noch ein bisschen. Also im nächsten Part machen wir das. Was gibt's denn hier noch? Wetterfahne. Gehen wir mal da ein.
War mal noch so ein Funkdingen auf. Okay, ja, mal gerade mit Dr. Lee war eine Bekannte vom Vater vom Hauptcharakter in Fallout 3. Die, was ist überhaupt mit der am Ende passiert? Weiß ich gar nicht. Die hat sich auf jeden Fall wieder mit der Bruderschaft zusammengetan und am Project Purity gearbeitet. Und das ganze Ödland frisches Wasser hatte. War so eine riesige Filterungsanlage. Und ja. Mal schauen, was aus der geworden ist. Ich kenne ihre deutsche Stimme gar nicht. Du. Oh, wer nur so ein Ding hier anbringen, ne? Brauch jetzt nicht so. Oh, da ist ein Lager aus. Das ist nur so ein. Oh, was? Oh Gott. Dann will er nur im Schnelldurchlauf durchgehen. Paladin Lanze gegen Supermutanten, das freut er sich jetzt bestimmt. Da kann ich nicht mitnehmen. Aber ich kann noch was. Was? Das war natürlich sehr gut, Kollege. Ich höre so super Mutanten Selbstmörder. Wo sind die? Was ist das? Zu dir? Boah. Dass ich noch lebe, obwohl hier so viel Chaos ist gerade. Sind hier viele Gegner. Ist immer noch hier. Ich auf jeden Fall hier die ganze Zeit Leute ballern. Also kümmert sich Paladin Dance wahrscheinlich um die. Wie komme ich da hoch? Unter. Ich habe das gar nicht mal schlecht hier, die Waffe. Hier ist der Eingang endlich. Oh, ich werde euch alle so weit von hier runterschmeißen, das könnt ihr mal glauben. Blauer Mann. Geil. Ich glaube, ich muss den Aufzug nutzen oder auch nicht. Auch bei den Lanze bis hinter mir. Suchst du mich echt hier mit den Fäusten kaputt zuhauen? Oh, hi. So gut wie tot. Nur so ein Ding hier anbringen, Mann. So eine Mila. Eine Mila Maxwell. Ich will am liebsten hier irgendjemanden runterschmeißen. Okay. Verdammt, sie sind weg. Stimmt ja nichts verpasst, so gegenständemäßig und so. Ja, gut gemacht.
Kann, glaube ich, auch den Aufzug nehmen, aber nehmen wir hier den normalen Weg. Hat doch viel mehr Bock. Mal ein geiles Gebiet hier. Tschüss. Ha. Fertig. Weiter bist du denn? Was ist das? Wurf. Sehr geil. Kann man ja aussuchen, ob man nach oben oder nach unten geht. Oh. Okay, habe ich gar nicht bemerkt. Was ist denn da noch? Oh, da kann man sogar hin irgendwie. Habe ich, dass ich irgendwas verpasst habe oder so. Ach, das geht zur Autobahn. Weil die besten Sachen sind sowieso immer oben, also. Ja gut. Wir sind fertig. Gehen wir noch ganz schnell die Mission ab, nehme ich an. An diesen Typen. Weil da der Ladebildschirm ist sowieso ein bisschen kürzer. Und dann können wir in der nächsten Folge ins Institut reingehen. Geil, was? Sehr schön. Gut. Was willst du von mir? Er kommt immer zu mir. Labert mich an. Aber meine Augen sind halt geöffnet. Hi. Hey, bau weitere Milas auf, dann gibt's auch weiter Geld. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Aber wenn du dir die neuesten und coolsten Sachen anschauen willst, kein Problem. Geht er mir genauso wie Preston. Du kannst doch mal aufhören, mich zu verfolgen. Folgt mir überall hin. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind nämlich auch wir dran. Du folgst mir nicht. Schön, dich bei uns zu haben. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen. Du gehst mal auf den Nerven. Gut. Ich lege auch ein paar Sachen ab oder gibt dann ein paar Sachen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.